auf so neuen Rechnern und so. Gut, ich würde sagen, einmal Quick Save. Und der Typ da unten hat es, glaube ich, schon gesehen. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Banditen raufputten. Wir haben hier Zwergenpfeile. Genau, jetzt geht da plötzlich ein Weg weg. Ein Schritt weg. Mich doch verarschen, der Kerl. Wie soll ich den denn da treffen? Ich erschieße dich so oder so mit dem Bogen. Ob du jetzt da oben stehst oder direkt vor mir, ist mir egal. Alter, den ist richtig geil aus, so mit der goldenen Spitze. Okay, von hier treffe ich ihn bestimmt nicht. Ich treffe dich aber. Sag ich doch. Lalalala. Wie auf dem Schießstand. Der Typ kommt da nicht raus, glaube ich. Oh. Ah, wir haben immer 800 Pfeile. Das sollte ja eine Weile reichen. Pfeile nehme ich aber grundsätzlich immer noch weiterhin mit. Ich meine, sie wiegen nichts, also warum nicht? Ist hier ein Tor? Oh, ist das schön hier. Endlich mal wieder gutes Wetter. Ich dachte jetzt nicht, hier ist noch eine Erzader. Hm, Eisen. Ich wollte mich schon beschweren. Ich glaube, wir sind auch fast schon an unserem Ziel. Ich glaube, durch unsere Berghochback-Aktion haben wir auch eine Menge Zeit gespart, so gesehen. Wenigstens etwas. Aber es ist wirklich schön hier. Auf der einen Seite ist Himmelsrand so eine karge Landschaft. Dann wiederum... Okay. Trifft man einen Hasen. Nee, und dann kommt man hier in so ein grünes Gebiet, wo alles richtig schön quietschfidel ist. Ach ja... Und dann fliegt ein Drache lang. Ey, du! Hm, der will wohl nicht. Na gut. Mir soll's recht sein. Hm. Kaum sag ich mal, dass es hier schön ist, fängt's wieder an, hä? Yay! Und jetzt hätte ich gerne einmal meinen Frostatem. Ja, bitte. Dann zünd ihn doch mal bitte. Hallo? Frostatem. Solltest du ausrüsten. Wo ist er jetzt? Ich kann hier nicht hochscrollen oder so. Na, dann halt nicht. Ja, endlich mal wieder ein Finisher. Und zwar, indem man auch mal schön sieht. Sehr geil. Und los. Zumindest sieht man, dass wir irgendwas machen, aber was genau das ist, weiß ich nicht genau. Let's eat a dragon. Wir haben Hunger. Schmatz. Übertrieben wird, übersteigern wir den Effekt noch ein bisschen, so. Oh, nett, gleich noch ein bisschen gelevelt. Wieso hat der eine Eisenstreit? Ich will es gar nicht wissen. Fandal! Zeug. Was geben wir dem denn mal alles? So, wir hauen dem jetzt mal haufenweise Zeug rein. Eigentlich kann er auch ruhig schwere Rüstung anziehen. Ich meine, letzten Endes ist es egal. Schleichen kann der Typ sowieso nicht. Karnglasbogen, so, das soll erstmal reichen. Ihr geht vor. Jo. Rechtens so. Alles klar, ich glaube, da vorne ist die Hexenhöhle. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht. Hallo. Wir gehen natürlich leise hinein. Dam, 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 dam. Das gefällt mir nicht. Das sagt er aber ganz schön früh. Sind die Feinde hier noch zu stark oder wieso sagt er das? Okay, jetzt gehe ich mal wieder in die Third Person.
Scheiß auf den Hund, die Hexe muss sterben. Was ist nun Skive? Kann ich dir per Hand den Kopf abhacken? Das wäre cool. Oder ist jetzt einfach im Inventar wie immer? War ja klar. Moment. Sieht aber komisch aus. Jetzt wird hier schlecht. Überreste. Was für ein Ding? Achso, das ist ein Fisch. Moment, wie viel Geld haben wir? 35.000. Das haben wir glatt nicht übertrieben. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen mal wieder aufladen. So, das Ding muss nicht geladen werden. Wie ist es mit dem Bogen aus? Bogen. Bogen. Beide Bögen, nach Möglichkeit. Hä? Wo sind sie denn? Da. Einmal. Und. Nee, den großen Seelenstein nehme ich dafür nicht. Oh, hoppla. Nochmal den kleinen, so. Blutende Krone, ich will eigentlich nur den Geldbeutel. Fender erschreckt mich nicht so. Ich denke schon so, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Liegt da immer ein abgeschlagener Kopf von einem Ziegenbock rum. Die gibt's überall noch lang. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns an, oder? Wäre sonst ein bisschen langweilig. Ich meine, das Vieh ist einfach mal im ersten Raum. Der Weg dauert viel länger als die eigentliche Quest. Töte sie. Oh, guck mal, eine Spinne. Dreifacher Schaden. Ach ja, haben wir ja geskillt. Lalalalalala. Liegt da noch was? Nee, okay. Ach ja. Das Spiel ist immer so spannend. Was hängt da oben? Da ist so eine Spinne, oder? Nee. Hab mich gehört, verdammt. Ich würde den Zwergenfall gerne wieder mitnehmen, danke. Hä? Ich dachte, die Quest hieß, kehre wieder zurück, oder? Ach nee, ob sie mir vernichte die Hexen. Na gut. Und einmal den Bogen bitte wechseln. Verdammt. Sehr gut. Und tschüss. Gilt diese Hex? Gelten die als Menschen? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, sonst hätten wir jetzt auch gar keine Seele gefangen. Ich glaube, die brauchen wir nicht nochmal. Ein Kopf sollte reichen. Oh. Hallöchen. Die ist Schrott. Die ist ganz nett. Aber ansonsten eigentlich ziemlich am Mist nur. Das Braun auf Gürxir. Ein Drama. Brauchen wir es für die Badenakademie? So ein grausiger Opferaltar. Fast wie im Christentum. Ja, was glaubt ihr denn, was bitte ein Altar ist? Nein. Hoppla. So. Ich glaube, es gibt trotzdem noch drei Hexen. Aber ich glaube außerdem, dass die erste die schwierigste war, oder? Sind das alles die gleichen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was den Punkt anbelangt. Aber sie kam mir zumindest schwerer vor. Wo müssen wir denn noch lang? Ist die ganze Zeit so dunkel hier. Düster, düster, düster. Und trotzdem finde ich das Spiel einfach cool. Hier, fang den Pfeil. Und fangen den hier auch gleich noch, ja?
hier noch irgendein Tier? Wahrscheinlich, oder? Bisher war da immer irgendein Tier dabei. Ne? Na, umso besser. Zeug, den kannst du behalten. Und die Pfeile nehme ich auch wieder mit. Ist hier sonst irgendwas? Nö. Ist mir auch recht, dann gehe ich wieder. Die kann man also schön mit dem Bogen ausschalten. Das ist Wahnsinn. Irgendwie was die Assassinen-Gilde angeht, sehe ich ein bisschen schwarz, weil ich es irgendwie wahrscheinlich nie hinkriegen werde, mich anzuschleichen. Andererseits habe ich dadurch ja demnächst Übung, weil, perfekte Überleitung, weil ich ja auch ein neues Projekt vor kurzem angefangen habe. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, nämlich Dishonored. Ein Stealth-Spiel, das auch vom gleichen Publisher ist wie dieses Spiel. Weshalb ich mir dann meine Chancen etwas größer ausrechne in Zukunft. Warte mal. Der steht da gerade so schön. Haben wir nicht irgendeinen Dolch oder so? Wahrscheinlich nicht. Nur wenn ich einen brauche, haben wir nämlich keinen. Ja, sieht genauso aus, als hätten wir wieder mal keinen. Wir nehmen das Ding mal in die rechte Hand. Und probieren einfach mal unser Glück, okay? Leise. Die bewegt sich doch nicht, oder? Safe. So. Wir dürfen auch nicht in die Truhe da gucken, das könnte sie hören. Heise Versuchung. Okay, überredet. Oh. Glitschige Steine, wenn wir hier ausrutschen, ist vorbei. Nochmal Quick Save. Wir machen das sehr gut. Die dreht sich überhaupt nicht um. Und hat Asthma. Das sah geil aus. Und hat Spaß gemacht. War das irgendwie grausam? Ich glaube nicht. Können wir schon wieder nicht mehr... Wir können doch jetzt nicht echt schon wieder nicht mehr laufen, oder? Hä? Ach so, wir haben immer Laufen ausgemacht. Ich erinnere mich wieder. Gut, aber ich denke, jetzt sollten wir die Quest abgeschlossen haben, oder? Nein. Wo soll denn hier noch eine sein? Moment, wir schauen mal auf die Map. Da vorne konnten wir noch rein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Denkt man hat es jetzt mal langsam. Von Vasion. So ein Ärger. Na nö. Das muss ja hier oben sein. Nee, der Weg da, oder? Kommen wir da gerade raus? Nee, so. Nee, da kommen wir gerade raus. Muss eigentlich der da oben sein, aber da waren wir doch schon drin. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Oder doch nicht? Offenbar nicht. Wir schleichen wieder ein bisschen. Aber mich wundert, dass das Vieh nicht mit einem Mal tot war. Das ist ein bisschen schade. Mist, so eine dumme Ratte. Das hat sich damit wohl erübrigt. Eieieiei. Okay, ich glaube, der Tipp, den ich letztens gelesen habe, reicht schon, um unsere Chance auf Finish-Moves zu erhöhen. Und zwar einfach nicht mit links zuzuschlagen, wenn man zweihändig kämpft, weil das irgendwie damit nicht geht. Verzauberung offen, 49. Wir werden ganz schön gut langsam. Irgendwas, was wir entzaubern? Haben wir irgendwas dabei? Entzaubern. So gesehen, nein. Obwohl, es ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, die mal zu entzaubern. So. Goldener Saphirring, Silberdiadem mit Mondstein. Warum sollen wir das immer verzaubern? Magiker verstärken, Schießkunst verstärken, ist auch nicht schlecht. Tragfähigkeit verstärken.
Momentan haben wir Schlossknacken, glaube ich, ne? Wenn wir das mit einem großen Seelenstein mit... Wenn wir das damit machen? Nö, lohnt sich nicht. Abbrechen. Unser jetziger ist nämlich besser. Also der, der auch das gleiche erhöht. Ich glaube, der macht 17 Punkte. Ich glaube, mir ist so, als wären das 17 gewesen. Gut, dann scrollen wir mal ein bisschen raus und sprinten. Ja, ja, selten sieht man eine so schöne Veranschaulichung von Verschlechterungen auf Zeit. Am Anfang spazieren wir noch im Sonnenschein dahin und töten im Vorbeigehen ein paar Banditen. Dann kommen wir in diese verdammten Berge und es fängt erstmal an zu regnen. Dann greift noch ein Drache an. Mhm. Aber das Schlimmste kommt noch. Wir kommen in eine Höhle und töten haufenweise alte Omas. Oh, mein armes Gewissen. Na gut, es waren eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, alles ziemliche Hexen. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dem lieben Kordlack davon die gute Nachricht, überbringen. Hey, ich hab eine Hexen-Oma für dich. Den Kopf aber nur. Den Rest habe ich da gelassen. Gut, bis morgen.